Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von T-Worlds. Heute werden wir uns mal noch ein bisschen wieder ins Spiel reinwagen. Das heißt also, wir werden jetzt mehr so in den Spiel reingehen. Ich werde euch so ein paar kleine Informationen nochmal zu dem Spiel selber geben und Informationen zu dem Projekt, was ich halt vorhabe mit euch. Dazu brauche ich halt eure Hilfe auch, wie gesagt, und eure kleine Unterstützung und. Zunächst schauen wir uns doch mal um, ob hier vielleicht noch ein Server ist, bei dem noch was drinne los ist. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Der nicht unbedingt die gleiche Karte hat, weil ich hatte jetzt die ganze Zeit die gleiche Karte gehabt. War ja nicht so berauschend, fand ich zumindest. Da ist nur einer drinne, das bringt alles nichts. Gute Geschichte, bla bla bla. Was haben wir hier? 3, 2, 3. Dup. Oben sind die meistbesuchten wahrscheinlich. Oh, gehen wir doch mal hier rein. Hoffentlich ist das nicht zu leer. Okay, das geht hier wieder um einen Deathmatch. Kein Team-Deathmatch, sondern einen Deathmatch-Kampf. Mit einer interessanten Karte. Und interessante Spieler, muss man schon zugeben. So. Und einem schlauen Würschchen mit dem Hammer. Ha! Wunderbar. Ja, heute möchte ich mal ein Thema ansprechen. Und zwar, gestern hatte ich das Thema gehabt wegen Domtendo. Entschuldigung, wegen der Aussprache. Ich bin so durcheinander gekommen beim Spielen, dass ich quasi das zu schnell ausgesprochen habe und Domento gesagt habe. Peinliche Situation, aber ich denke mal, ihr seid mir deswegen ja nicht böse, oder? Nein, heute möchte ich natürlich ein anderes Thema ansprechen. Ich hoffe, ich komme heute nicht so durcheinander wie gestern. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass ich total durcheinander gewesen bin beim Sprechen, das Let's Play etc. Oh, Kanada! Hier ist einer aus Kanada drin. Ist interessant. Ein interessantes Ländchen, ja? So, ja, also erstmal auf das Spiel selber nochmal ein bisschen einzugehen. Es ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ihr könnt natürlich immer mitmachen. Ich bin meist gegen 22 Uhr dort drinne. Die Zeiten, die können sich jederzeit ändern, je nachdem, wie das natürlich ist. Verspätung oder. Und wenn jetzt irgendwie die Zeit umgeändert wird zu einer anderen Zeit, auch dabei werde ich... Jetzt war ich ein bisschen unfair. Aber ich bin nicht mehr Letzter. Ha! Vorletzter. Nein. Vorvorletzter. Spiel vorbei. 2 Punkte erreicht. Was? 2 Punkte? Das war alles? Na egal. Ja, hier kann man wieder abstimmen. Release. Drücken wir mal diesmal F3. Da war eh die Mehrheit drinne. Mist. Aber jetzt sind wir Letzter. Mist. Mit 0 Punkten kommen wir hier überhaupt keinen Schritt weiter. What the fuck? Ich finde das so genial. Sag mal, was willst du da oben? War wohl nix. Hui! Ein wirklich sehr gutes Spiel, vor allen Dingen das Deathmatch. Sehr gut gemacht. Oh, ein Leben nur. Okay, jetzt der nächste Schuss, der macht mich hin, der macht mich kalt. Ganz sicher. Wenn jetzt einer schlau genug ist, der mich abschießt, sage ich ja. Wunderbar, ich kann ja schon voraussehen. Ah, das ist gut. Komm her, komm zu Papi. So, ach Mensch. Aber wir sind nicht Letzter, nee. Komm her.
Wir haben gemerkt, mit dem Hammer kann man gut schlagen. Aber wir sind leider nicht fortgeschritten damit. Aber wir machen Punkte. Also ich werde auf jeden Fall das Gefühl nicht los, dass ich jetzt in dieser Folge ein bisschen besser aufgehe. Aber ich sollte nicht zu voreilig sein. Weg mit den blöden Schwertdingen. Komm her. Was ist das denn hier? Zuckerwatte, oder? Zuckerwatte, das ist tatsächlich Zuckerwatte. Willkommen in meinem Let's Play Zuckerwatte, falls du zusehen solltest. Weiß ich ja nicht. Ich begrüße dich. Interessanter Name, muss man schon zugeben. Ha! So schlecht bin ich ja gar nicht. Ich gehe sogar die Punkte immer höher. Komm her. Mist. Ich glaube, ich bin manchmal mit zu voreilig. Mann! Was will der denn hier? Will der mich hier einkesseln? Nein, der will mich einhaken. Bin auch kein Fisch. Brauch keinen Haken. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das hier einfach ist, aber hier kann man wenigstens zeigen, was man drauf hat. Der macht nichts. Da will ich lieber von bleiben. Ich bin kein unfairer Kämpfer. Auch wenn der Anfang ein bisschen blöder aussah, finde ich. Ist eigentlich Zuckerwatte noch drin? Weiß ich nicht. Nö. So. Kann ja passieren. Komm her. Ah, Mann. Sag mal, wie feige muss man eigentlich sein, hier noch die Leute einfach abzuballern, die quasi im Grunde hier nur rumstehen? Nur um Punkte zu sammeln, finde ich das schon ziemlich gemein. Man sollte schon ein bisschen fairer Kampfziel zeigen, also ehrlich. Ja, mein Projekt, was ich halt vorhabe, das hatte ich schon mal erwähnt. Oh, wir sind nicht letzter geworden, wir sind Fünfter. Oh. Gar nicht verkehrt. Das nächste Deathmatch. In einer anderen Karte. Okay. Okay, das ist auch nicht schlecht. Also Kartenwechsel. Klasse. Fünfter Platz auf jeden Fall bei der einen Karte geworden. Mal sehen, wie ich mich hier zusammenreißen kann. Okay. Nee. Okay. Und schon habe ich verkackt. So. Trotzdem bin ich beim Nahkampf anscheinend hier gar nicht so schlecht, aber auch nicht der Beste, denn ich muss irgendwie das Anschleichen beherrschen. Komm her. Du kannst mit dem Hammer doch gar nicht umgehen, Freundchen. Sag ich doch. So. Das Projekt muss ja auch irgendwie stattfinden. Das habe ich in der letzten Folge erwähnt gehabt. Dass ich halt das Projekt durchsetze. Ihr könnt natürlich die besten Stellen von meinen Videos aussuchen. Und am Ende schneide ich damit dann einen Channel-Trailer. Dazu werde ich aber natürlich noch ein Video zusetzen. Dann habt ihr die Möglichkeit, noch mehr da einzugehen. Und irgendwie komme ich mit dieser Karte auch nicht mehr klar. Also ist egal. Da war ja eine Zustimmung, dass die Karte gewechselt werden kann. Ha, geht doch. Ah, du schießt auf mich hier. Ich habe einen Hammer. Komm doch besser mit klar. Das war ja so klar. Aber wir sind nicht letzter, nein. Aber auch nicht erster. Egal. Fünfter Platz für mich finde ich schon mal ziemlich gut. Dafür, dass ich mich hier so gut konzentrieren muss. Hier keine Fehler machen beim Sprechen und Anhängen. So. Na, ist der gerade hoch? Witzige Angelegenheit, ehrlich. So, dann lass mal schauen, wo haben wir die nächsten Gegner? Denn sonst, wir brauchen Punkte. Wir brauchen Punkte. Die gangeln sich die ganze Zeit in der Erde rum. Wie feige muss man eigentlich noch sein? Das ist auch ein Hammerträger. Na. So kann man es natürlich auch machen. Anhängeln und durchballern. Ich sagte doch, ich bin kein Fisch.
Die Leute sehen mich wohl als Fischen, deswegen angeln sie mich hier ab. Ha! Hat wohl nicht geklappt. Wer nennt sich denn 1 in Klammern? Hm. Irgendein Deutscher? Da ist er ja. Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit. Ich begrüße dich, 1. Und das war der Endschlag. Au, ey. Immer diese komischen... Ah! Also wie gesagt, heute werde ich mehr das Spiel eingehen. Nein, 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 nein. Och, das war ein Hinterhalt. Von hinten auch noch abgeschlossen mit der zweiten Mann. Das war unfair. Unfairer Battle hier. Mann, 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 Mann. Manche haben einfach keine Manieren hier. Wie soll man auch hier Manieren haben? Man schießt die ganze Zeit eh nur rum. Mit Kirby-artigen Viechern. Also die erinnern mich immer noch an Kirby. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie so ein Kirby-Battle oder sowas. Also ist ja nicht auf Hand Nintendo. Aber trotzdem, sehr schön gemacht das Spiel. Finde ich super. Das Beste ist ja noch, dass es halt alles kostenlos ist und mit anderen Leuten spielbar ist. Also das finde ich noch am besten. Einfach top. Ja, ich denke mal, wir sind auch wieder fast am Ende angelangt. Fast. Noch nicht ganz. Ich mache hier immer bei T-Worlds ein bisschen länger, weil es einfach sonst nichts bringt. So. Setzen wir nochmal hier einen Schuh dran. Man sollte schon nach hinten gucken. Wenn die anderen unfair kämpfen, dann muss ich auch langsam unfair kämpfen. Aber das mache ich nicht. Die Augen sind die Genial. Wenn der irgendwo was sieht oder keine Ahnung. Lass meinen Freund in Ruhe. Er ist ja gar nicht mein Freund. Ah, Skiller-T ist der einzige Deutsche noch hier, glaube ich. Mit mir zusammen. Ich begrüße dich, Skiller-T, falls du zusehen solltest. Ach, da will ich doch gar nicht hinschießen. Ah, nur noch 2 Muni. Ah, nicht letzter. Und er ist wieder weg. Alle, die ich begrüße, verschwinden. Also wenn sie gleich merken, ich würde da gehen. Spiel vorbei, Punktestand. Ja, und da denke ich auch mal, ist auch langsam das Ende wieder. Wir haben hier mehrere Battle gesehen. Wenn ihr das gut fandet... dieses nur Deathmatch. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Wenn ihr mitmachen wollt, auch in die Kommentare. Na gut, das braucht ihr nicht unbedingt in die Kommentare. Macht einfach mit. Es ist kostenlos. Es macht Spaß. Finde ich auf jeden Fall super. Und vielleicht seid ihr in einem meiner Videos dabei. Ich sage bis zur nächsten Folge. Tschüsschen.